über die Maddys Kochwelt. Das letzte Mal habe ich euch gezeigt, wie ihr geklärte Butter zubereiten könnt. Und genau dieses Rezept bzw. diese Zutat brauchen wir heute für den orientalischen Gemüsereis. Es schmeckt wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr aromatisch. Und welche Zutaten ihr dazu braucht, zeige ich euch jetzt. 1 Liter Wasser, 200 Gramm Basmati-Reis, eine halbe Zimtstange, 25 bis 50 Gramm Zwiebeln, je nachdem wie stark man diesen Geschmack haben möchte, 30 Gramm Ghee, das ist quasi geklärte Butter, 1,5 Teelöffel Salz, 10 Kardamomkapseln, 2 Teelöffel Koriandersamen sowie 2 Teelöffel Kreuzkümmelsamen. Als erstes wird der Reis gekocht und zwar gibt es einen guten Tipp, damit der Reis eben komplett durch ist, weil manchmal gibt es das Problem, dass der Reis unten durch ist und oben noch sehr hart. Und zwar gibt es da einen Tipp eben, entweder füllt man jetzt schon das ganze Wasser hinein und füllt den Reis in das Garköpfchen und hält es unter laufendem Wasser, unter dem Wasserhahn, oder man macht das anders. Ich setze jetzt einfach mal das Garköpfchen hinein, dann kommt einmal der Reis dazu. Dann kommt in dem Rezept die Hälfte des Salzes dazu, ein bisschen verteilt. So. Dann mische ich mal das einmal durch, damit das Salz sich besser verteilt. Und dann werde ich das ganze Wasser über dem Reis laufen lassen. So wird der ganze Reis komplett feucht und dann wird er auch schneller und besser gekocht. Gekocht wird der Reis 20 Minuten bei 100 Grad auf der Stufe 3,5. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wieso Stufe 3,5? Unten muss hier eigentlich nichts gemischt werden als das Wasser. Und zwar, je höher die Stufe ist, also bei Stufe 1 wäre es einfach viel zu wenig und bei der Stufe 3,5 spritzt das Wasser so ein bisschen nach oben und befeuchtet die ganze Zeit den Reis, sodass er eben besser durch ist. Der Reis ist jetzt fertig gekocht, den werde ich jetzt in eine größere Schüssel umfüllen und erstmal warm halten. Denn als nächstes muss ich quasi diese Marinade zubereiten und es wäre schon ganz gut, wenn der Reis auch warm bleibt. Das heiße Wasser habe ich jetzt bereits weggeschüttet und den Topf muss man jetzt nicht extra sauber machen. Der ist heiß und trocknet quasi sofort aus und dann können wir gleich weitermachen mit der Gewürzmischung. Dafür werde ich jetzt als erstes mal die Zwiebeln zerkleinern und zwar 4 Sekunden auf der Stufe 5 und dann werde ich das Ganze einmal nach unten schieben. Und jetzt kommen die ganzen restlichen Zutaten hinzu und diese Masse wird erwärmt 9 Minuten bei der Varoma-Stufe auf der Stufe 0,5. Und anschließend werde ich jetzt den warmen Reis mit dieser heißen Gewürzmischung vermengen und gleich servieren. Und falls ihr das Rezept nachmachen wollt, könnt ihr gerne auf meinen Blog gehen, da gibt es nochmal alles zum Nachlesen oder zum Ausdrucken. Dieser Reis passt sehr gut zum Fleisch, zum Fisch oder aber auch zu gegrilltem Gemüse zum Beispiel, wenn man eben Vegetarier ist. Ich wünsche euch einen guten Appetit und dann sehen wir uns nächsten Dienstag in Maddys Kochwelt. Ein kleiner Tipp ist mir gerade noch eingefallen, man kann den Reis auch so essen, wie er ist, mit den ganzen kleinen Körnern. Das Einzige, was ich aber raustun würde, sind die kleinen Kardamomkapseln. Denn die sind doch zu hart und zu robust und es schmeckt einfach nicht. Das heißt, bevor man den Reis isst, holt man die eine Zimtstange noch heraus, das ist auch noch zu hart, und eben die Kardamomkapseln. Und dann kann man den Reis ganz normal weiter essen.